recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist mir eine Freude, dich wieder begrüßen zu dürfen. Und worum wird es heute gehen? Heute geht es um den hier, den Schlafsack. Das ist der Carinthia D1200 und X. Und das ist ein schöner Down-Schlafsack. Und da werde ich dir ein bisschen was zu erzählen, weil es ist gerade die richtige Situation dazu. Ich bin um den Polarkreis herum. Nachts sind es minus 17 bis minus 20 Grad. Und da macht dieser Schlafsack doch wirklich Freude. Und wenn dich das interessiert, naja, dann bleibst du einfach dran. Was hat es mit dem Schlafsack auf sich und warum möchte ich darüber was erzählen? Einmal möchte ich was darüber erzählen, weil ich so gut wie kein Bericht, Review oder sonst irgendwas dazu auf YouTube gefunden hatte. Und der eine oder andere mag es dann doch vielleicht sehen. Und das andere ist natürlich, dass ich den hier jetzt seit mittlerweile sogar einigen Jahren habe. Und den kann man sehr schön gebrauchen, wenn man so wie ich dann im, sagen wir mal, Januar, Februar, März oder vielleicht auch Dezember hier oben am Polarkreis schöne Wandertouren macht. Ja, und da ich gerade wieder hier bin, ist gerade Februar, und die Temperaturen, die waren dieses Jahr 2024 sogar auf Rekordtiefe bis minus 40 Grad hier. Also was heißt Rekord? Also auch für diese Gegend, in der ich bin, waren minus 40 schon ganz gut. Die kommen normalerweise so bis minus 25 bis minus 30. Und das kann natürlich relativ schnell mal passieren. Und das ist gut, wenn man eben einen Schlafsack dabei hat, der nicht nur bis minus 20 Grad ist, weil es hier minus 20 Grad werden kann, sondern wenn man dann draußen ist, braucht man doch schon ein bisschen mehr Puffer, weil so ein Kälteeinbruch, der kann einen hier schon mal überraschen. So, jetzt bin ich hier mehrere Tage unterwegs und da möchte man natürlich nachts schön gemütlich schlafen. Ja, ich werde jetzt mal versuchen, ohne Schneeschuhe hier rumzulaufen. Das Problem ist nämlich der Schnee so tief, dass ich hier wahrscheinlich gleich wieder einsinken werde. Aber dann kann ich das wahrscheinlich ein bisschen besser zeigen. Nee, das lassen wir an. Ich werde jetzt nochmal die Kamera umstellen und dann werde ich dir ein bisschen den Schlafsack zeigen und dann vor allen Dingen die Besonderheiten erklären. Wie ihr seht, habe ich hier als Schlafsetup relativ einfach. Ich komme hier mit der Savotta-Matte klar. Für alle Fälle, wenn es wirklich kalt werden sollte, habe ich noch so eine Thermarest dabei, so eine Neo Air. Die kommt dann hier unten drunter, wenn es notwendig ist. Kommt so ein bisschen darauf an, wie der Schnee ist und ob ich mich eingraben kann oder nicht. Und dementsprechend dann das Mikrotent, um eben gegen Wind und Ähnliches da doch noch ein bisschen besser geschützt zu sein. Oder aber, falls man sich auch ein bisschen eingreift. Naja, ist egal. Auf jeden Fall, da drin habe ich diesen Schlafsack. So, dieser Schlafsack ist ein sehr schöner Winterschlafsack mit dem, was man sich so vorstellt. Er hat halt einen Wärmekragen, den man auch zuziehen kann. Sehr schön. Er hat hier eine Tasche, das ist ganz praktisch. Da kannst du so Batterien, Elektronik und so ein Zeug reintun, was auf jeden Fall griffbereit oder nah sein soll und trotzdem warm. Ansonsten kann ich nur empfehlen, nimmst du noch ein Drybag mit oder ein Stoffbeutel geht auch, irgendwas, was Feuchtigkeit meinetwegen aufnimmt. Und dann kannst du Elektronik und so weiter unten ins Fußende stopfen, damit die über Nacht dann auch warm bleibt, wenn du sowas hast. Ja, also irgendwelche Sender, Handys, Akkus, alles, was das Herz so begehrt. Ne? So, dann haben wir hier Schlaufen in dem drin. Und zwar kann man in diesen Schlafsack auch noch diese Inlets von Carinthia reinmachen. Ich glaube, dieser Grizzly und der andere heißt, keine Ahnung, auf jeden Fall kann man dann noch so Inlets reinmachen, wenn man denn möchte. Ehrlich gesagt, habe ich das bis jetzt noch nicht gebraucht. Ich hatte einmal so ein Merino-Wolle-Inliner einfach so reingelegt. Das ist auch noch ganz gut, der nimmt halt ein bisschen Feuchtigkeit auf. Aber nun gut, eigentlich brauche ich zumindest das so nicht. So, dann, wie man sieht, kann ich den auch einfach auf den Schnee legen. Ist ein Down-Schlafsack. Aber der hat zwei, drei Sachen, die da von Interesse sind. Erstens, diese Daunen sind so imprägniert. Das heißt also, wenn sie mal feucht werden, dann sind sie nicht gleich sofort komplett hin, sondern sie überleben das. Ja, so. Das ist schon mal ganz gut. Auf der anderen Seite, hier regnet es bei diesen Temperaturen ja überhaupt nicht, weil wenn hier irgendwas runterkommt, da kommt es halt Schnee runter. Und auch so, wenn man irgendwas auf den Klamotten hat, ne, abreiben, abschütteln. Und dann bist du wieder trocken. So, das ist das eine. Dann hat der hier unten, sieht man, eine Haut drunter. Und zwar hat der die Besonderheit,
dass er diesen Schlafsack hat und er hat so eine Art Biwaksack direkt schon mit dabei. Dieser Biwaksack, der würde es mir ermöglichen, sagen wir mal, hier offen zu schlafen, ja. Ich würde mich mit dem aber nicht direkt auf irgendwie, sagen wir mal, feuchten Untergrund legen oder so. Dafür ist es jetzt nicht gedacht. Das ist eher dafür gedacht, wenn man, sagen wir mal, nur eine Isolationsschicht hat und sich da mit dem Schlafsack drauflegt und da kommt Schnee oder sonstiges drauf, dass es da eben nicht in den Schlafsack reinkommt oder nicht direkt in die Isolation. So, er hat natürlich, wie es sich gehört, ordentlich Flappen hier dran, Reißverschluss auf und zu. Das Ganze kann man dann noch mit Klettverschluss versiegeln. Aber die Besonderheit dieses Schlafsacks liegt eigentlich hier hinter. So, und dieses hier hinter bedeutet, dass ich hier nochmal Reißverschluss aufmachen kann. So, und hinter diesem Reißverschluss sieht man einen, also hinter diesem Klettverschluss sieht man einen Reißverschluss. So, und was kann ich hier mitmachen? Den kann ich hier bis hierhin aufmachen. So, ja. So, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Dann mache ich den ganz auf. Und jetzt kann ich hier zwischengreifen, beziehungsweise ich habe hier diesen Stoff, der als Feuchteschutz gilt, also diese, ja, diesen Biwaksack nenne ich das jetzt mal, ne? Diese Außenhaut, die, da komme ich dran und jetzt kann ich den Schlafsack durch diese Öffnung umstülpen und das ganze Wasser, was man, sagen wir mal, transpiriert oder Feuchtigkeit, die da hingekommen ist, die hier zwischen diesen Schichten sich absetzt und gefriert, die kann ich dann einfach abschlagen. Also Schnee oder Eis, ne? Das kann ich dann einfach abschlagen und das Ding trocknet wesentlich schneller. So, jetzt kann ich mal zeigen, was es hiermit, kannst du mal bitte halten, was es damit auf sich hat. Von außen war das ja ein bisschen feucht. So, und jetzt ist ja diese Außenhülle, da gefriert das, aber auch zwischen dem nicht so nah. Die Linse macht das nicht. So, und wenn ich den jetzt nach außen stülpe, seht ihr, wie ich hier die Eiskristalle zwischen dem Schlafsack und der Außenhülle habe. So, und dadurch, dass die gefroren sind, kann ich die abschlagen. Also ich warte wirklich, bis das gefroren ist. Dann hole ich den Schlafsack aus seiner eigenen Hülle hier raus, schlage das ab. Und schon habe ich ein wesentlich geringeres Feuchtigkeitsproblem, weil das jetzt gar nicht, sagen wir mal, durch Kondenswasser an den Schlafsack oder in den Schlafsack reingeht. Damit habe ich zwar dieses Kondenswasser, was bis zur Hülle geht, schlägt sich dann hier ab, gefriert. Und am nächsten Morgen kann ich den, wie gesagt, aufziehen, umstülpen, kann den ganzen Kram hier abschlagen und das Eis ist weg. Und ärgert mich sozusagen nicht mehr als Feuchtigkeit im Schlafsack. Und das ist eine der Besonderheiten von diesem Schlafsack, die ich sehr zu schätzen gelernt habe, wenn man eben so länger trocken bleibt auf Dauer, also auch bei längeren Touren. So, damit habe ich eigentlich auch schon die größte Besonderheit dieses Schlafsacks erwähnt. Das heißt, diese Außenhülle, die derart ist, dass sie, sagen wir mal, zusieht, dass A, der Schnee nicht wirklich an das Material reinkommt. Ich brauche also keinen extra Biwaksack, ist so leicht, dass es eben auch noch, sagen wir mal, sehr viel Feuchtigkeit wohl durchlässt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel oder so, die technischen Spezifikationen, da kann ich nichts zu sagen. Die habe ich jetzt nicht alle auswendig gelernt, vielleicht blende ich die ein, ansonsten auf der Homepage. Und ja, und dass ich das eben so dann umstülpen kann, damit ich eben dazwischen komme und das trocknen lassen kann. Im Großen und Ganzen sind die Werte so, dass der, die genauen Werte weiß ich jetzt nicht mehr, aber es waren irgendwie 35 oder 37 Grad minus Komforttemperatur und ich glaube, die haben gesagt irgendwie minus 60 extrem, ja, also Extremlimit. Diese minus 60 sind natürlich nur zum Überleben, das heißt, das macht dann keinen Spaß, aber ich kann selber sagen, dass man mit dem Schlafsack bei minus 20 bis minus 30 Grad wirklich schön schlafen kann. So. Dieser Schlafsack ist nichts für Deutschland, garantiert nicht. Das heißt also, wenn du mit dem in Deutschland bist, dann hast du erstens das Problem, dass du mit Daune unterwegs bist und bei uns ist es ja eher nass als trocken, wenn es kalt ist, dann auch, ne? Oder Tauwetter oder so. Und zweitens, er ist einfach viel zu warm. Ja, also keine Chance. Ich würde zu Hause halt, also in Deutschland, bei den Witterungsbedingungen eher auf Kunstfaser gehen, ich persönlich, weil dann habe ich weniger Ärger mit der Feuchtigkeit. Und irgendwas bis minus 20 reicht da ja locker aus. Ja. Ich meine, wer braucht da einen Schlafsack, der bis minus 40 Grad Komfort hat? Also ich brauche es da nicht. Aber wenn man hier in Lappland unterwegs ist, da freut man sich dann.
Zum Gewicht. Das Ganze vom Packmaß her ist ungefähr so. Kann ich das komprimieren? Ne? Das heißt, das ist relativ gut. Der Aufbewahrung sagt, das ist dann so ein Trümmer. Ne? Klar, man will es ja nicht die ganze Zeit komprimiert haben oder man legt den irgendwo flach hin. Das ist natürlich das Beste, um die Daune zu schonen. Aber wenn man dann unterwegs ist, wie gesagt, kann man das so klein machen in dem Kompressionssack und das funktioniert ganz gut. Der wiegt irgendwie, ich habe den jetzt in der langen Version 2,1 Kilo, 2 Kilo, irgendwie sowas. Also um die 2 Kilo. Das heißt, das Mikrotent mit 2 Kilo und der Schlafsack mit 2 Kilo, dann bin ich mit 4 Kilo Grundbasis plus nochmal 900 Gramm Savottamatte. Dann bin ich also bei 4, ja, fast 5 Kilo für das Schlafsetup, was okay ist. Also, was ich jetzt glaube, was für minus 30 Grad okay ist. Wenn man mit Rucksack oder mit Pulka unterwegs ist, mag das nochmal ein Unterschied sein. Ich bin hier mit Schneeschuhen und Rucksack unterwegs, weil ich eben auch, wie gesagt, durch die Wälder hier gehe. Ja, wenn dazu noch irgendwelche Fragen sind, dann bitte runter in die Kommentare. Ansonsten kann ich nur sagen, das Ding ist sündhaft teuer. Kauft man sich garantiert nicht mal eben so. Aber bis jetzt hat er mir sehr viel Freude bereitet. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch gestehen, ich habe jetzt nicht irgendwie 10 andere Schlafsäcke in der Qualität und in den Spezifikationen. Dementsprechend habe ich natürlich jetzt keinen Vergleich zu all den anderen Marken und Schlafsäcken und was weiß ich. Ich bin halt kein Produkttester, der, was weiß ich, den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, als sich zweimal in so einen Schlafsack reinzulegen. Ich habe das Ding jetzt vor ein paar Jahren gekauft, ich habe es verwendet. Ich empfinde ihn als gut und schön. Und von der Sicht aus kann ich ihn dir, sagen wir mal, als ja, gut beschreiben, empfehlen, wie auch immer du das sehen möchtest. Okay, also von dem her, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ich werde mich jetzt hier so langsam, weil es nämlich bald wieder dunkel wird, auf die Nacht vorbereiten. Und dann geht's morgen weiter. Okay, dann, was immer du tust, viel Spaß noch dabei. Vielleicht schaust du noch das nächste Video von mir und dann, ja, bleib gesund. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Video.